Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto von aktuell 1265 Euro. Angefangen habe ich bei 1021 Euro. Ich versuche, das Konto weiterhin zu vergrößern. Heute ist Tag 5. Insgesamt habe ich 244,22 € gewonnen. Hier sind die Staffelungen. Ich fange mit 10 Euro an und so weiter. Wenn ich diese Summe erreicht habe, werde ich 20 Euro Put als Starttrade wählen. Ihr könnt das auch machen oder ihr bleibt bei 10 Euro. Als nächstes schaue ich mir den Wirtschaftskalender an. Wir haben heute eine Menge Nachrichten. Yen, Australisch Dollar, Britisch Pfund, Euro, Kanadisch Dollar und US-Dollar. Als nächstes schaue ich mit dem MetaTrader 5 an und suche einen Einstiegspunkt. Ich beginne mit 10 Euro. Ich mache 2 bis 5 Trades nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews, meiner 7 Indikatoren und dem besten Chartbild. Ich gehe rein. Euro, US-Dollar und gleich noch mal rein. Jetzt sollte eigentlich gleich wieder hochgehen. Aktuell ist der dritte im Gewinn, jetzt nicht mehr. Er sollte eigentlich gleich wieder steigen. Wenn man das richtige Chartbild ausgewählt hat, dann gewinnt man spätestens den dritten Trade. Wichtig ist, dass der Markt auch nicht zu ruhig ist, dass etwas Volatilität vorhanden ist. Den dritten Trade haben wir gewonnen. Das heißt, ich mache noch einen Trade. In einem anderen Währungspaar. Gehe jetzt hier noch mal rein. Euro Yen. Ach, sehe ich gerade. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Gut, dann gehen wir noch mal rein. Und jetzt steigt er schön. Immer darauf achten, dass hier 60 Sekunden eingegeben sind. Kann passieren, dass man mal einen falschen Timeframe reingeht. Der zweite Trade und der erste Trade sind deutlich im Gewinn.
Sieht gut aus. Jetzt warten wir noch den anderen Trade ab. Aktuell geht er schön nach oben. Das richtige Chartbild ist entscheidend, ob man langfristig Erfolg hat oder nicht mit Traden. Wer sich für diese Strategie interessiert, findet den Link in der Videobeschreibung zu meiner Webseite und kann sich dort im Kontaktformular eintragen oder mir eine E-Mail schicken. Er steigt weiter. Noch 4 Minuten. Mein Privatcoaching ist in deutscher, englischer und spanischer Sprache möglich. Ich habe viele internationale Kunden. Was ich noch sagen kann, das Privatcoaching findet via Skype statt. Und je nachdem, welches Coaching du gebucht hast, hast du 10 oder 20 Stunden, in denen ich dir alles beibringe. Also kein 0815 Coaching, was du vielleicht von anderen kennst. Ich habe über 500 Coaching-Teilnehmer. Und die meisten davon sind erfolgreich.
Diese Strategie, die ich bei Finmax anwende, funktioniert natürlich auch mit den anderen drei Brokern, Binary Send, Raise Option und BD Forex. Zehn Sekunden. Perfekt. Dann habe ich heute 35,66 € gewonnen und insgesamt jetzt 279,88 €. Das kann sich doch sehen lassen mit einem kleinen Konto. Selbst mit 651 € Einzahlung hätte ich das erreicht. Gut, dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal.